Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 2 und der Dynastie der Sieghardinger. Wir haben in der letzten Folge uns, ja, und mit Paul Humbert der Dritte natürlich, der Weiße von Deutschland, in der letzten Folge haben wir unsere Tochter, unsere Erbin, verheiratet an den, ja, an den, ja, wie heißt es, der Enkel von dem lombardischen König. Würde mich mal interessieren, aus welcher Reihe kommt. Wir schauen mal selbst. Wir können ja einfach nachschauen. So, hier. Ja, aus der Richtung kommt er nicht. Okay. Also, aus welcher... Hier. Sie ist die Tochter des jetzigen lombardischen Königs. Und ja, so kommt das irgendwie zusammen. Okay, wir werden mal weitermachen. Hier haben wir noch einen Kardinal, der Heilige. Können wir mal fragen, ob er vielleicht vasalisiert werden möchte. Nein, ein entferntes Reich, okay. So, unsere Beziehungen mit dem neuen Papst wurden verbessert, sehr schön, wunderbar. Ah, wir könnten uns also eventuell vasalisieren, wenn wir hier ein bisschen was hätten. Dieser gute Mann möchte ja nicht vasalisiert werden. Schade, schade. Ja. Ist halt ein bisschen zu viel. Der ist noch zu stark. Wäre er kleiner gewesen, wäre es wahrscheinlich möglich. Wie zum Beispiel hier. Da wäre es rein theoretisch ja möglich, aber nicht wirklich. So, wie kann ich mich auf meine Generäle verlassen, wenn sie weniger als ich vom Kriegswissen verstehen? Ich könnte Wolfram ein, zwei Dinge beibringen. Wolfram, okay. Der gute Wolfram wird ein Flügelstürmer. Wunderbar, wenn er das denn erlernt. Ja, hat er. Sehr schön. Ausgezeichnet. Ja, das ist wirklich gut. Und schon wieder Plünderer. Ah, ja, die guten alten Plünderer. Wir könnten ja ihm hier Krieg erklären? Nein. Wir haben Aufgebote ausgehoben. Wo haben wir Aufgebote ausgehoben? Ach, hier hinten. Yo. Diese 7 Einheiten. So, zu lange hat die Krone unsere historischen Rechte und Freiheiten eingeschränkt. Die Zeit ist gekommen, die Kronautorität zu reduzieren. Unterwerft euch dieser Forderung in Frieden oder tragt die Konsequenzen. Ich lasse mich nicht erpressen. So, machen kurz Pause und werden mal... Wir hätten jetzt einen schwachen Anspruch. Ja, wow. Wir rufen erstmal unsere Verbündeten ein, die uns alle wieder mal nicht leiden können. Was natürlich sehr, sehr gut ist. So, und unsere eigenen Truppen. So, auch die von unseren Vasallen kann nicht schaden. So, wir bringen sie erstmal alle nach Württemberg. Wir hoffen mal, dass sie nicht alle auf dem Weg platt gemacht werden. Wie zum Beispiel in Schweinfurt. Lassen wir mal dort... wir schicken sie dorthin. Oh ja, wie viele Einheiten die haben. Unsere Vasallen sind ziemlich stark. Deswegen können sie ja auch immer wieder... versuchen, uns zu besiegen. So, hier werden wir ihn hier mal hinstellen. Oh, ich fühle mich nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich brenne vor Fieber. Meine Nase läuft und mein Kopf fühlt sich an, als probiere jemand einen neuen Schmiedehammer daran aus. Oh, oh. Unser König, er ist krank. Er ist verwundet. Das ist nicht gut. Ja, ich habe ja schon so etwas geahnt. Denn... jedes Mal, wenn ein Sieghardinger seine Persönlichkeit ziemlich krass verändert, was ja in der letzten Zeit beim König Paul Humbert der Fall war, war es immer ein Anzeichen dafür, dass er bald ins Gras beißt. Ui, ich will sterben. Oh oh. Gehen mal dorthin. Beziehungsweise wir gehen direkt mal hier hin. Mit denen dann auch.
Da kommen unsere Freunde, sehr schön. Der Deutsche Orden. Im Bestreben der Verteidigung von Ruthenien gegen heidnische Angriffe hat König Yevstafi dem Deutschen Orden die Grafschaft Buchtasisch gewährt. Diese Provinz wurde nie vollständig besiedelt und die Bevölkerung ist größtenteils immer noch heidnisch. Diese noble Geste könnte dabei helfen, die gefährdeten Grenzen von Ruthenien zu schützen und den Heiligen Krieg gegen die Heiden voranzubringen. Okay. Ruthenien hier ist relativ groß. Und welche Grafschaft hat er ihnen jetzt gegeben? Ach, hier hinten. Okay. Komisch. Er gibt hier hinten dem Deutschen Orden irgendwelche Besitzschaften. Okay. Okay, Besitztümer, besser gesagt. Naja, was soll's. So. Ja. Treten sehr viele Leute dem Verteidigungspakt gegen die Azteken bei. So, die alte Wunde ist endlich verheilt und hat eine ziemlich groteske Narbe hinterlassen. Ja, hier am Kinn sieht man's. Ja, tragisch. Heute Morgen, als ich erwachte, fühlte ich mich schon wesentlich besser. Wie mir scheint, ist die Krankheit ausgestanden. Oh, sehr gut. Lag wohl an der Wunde. So, sollen wir jetzt hier die Belagerung abwarten oder direkt hier in Nassau angreifen? Wir warten noch die Belagerung ab, denke ich. Ja, ich wollte gerade schauen, ob wir da irgendjemand anderes mit einbringen können. Ich wollte noch schauen, hier der gute lombardische König im Bündnis. Hätte er Lust drauf? Sehr schön, werden wir machen. Wunderbar, ruf mal dich gleich mal mit rein. Kannst uns helfen, komm. Achso, ja klar, weil sie ja... So, wir sie wieder so rein. Wir werden mal stürmen. So, zack, haben wir die erste Belagerung und werden jetzt mal hier angreifen. Ein Kind von... Ah, von unserem Schwiegersohn und unserer Tochter. Sehr schön. Haben ein Kind bekommen. Wir würden ihn Berthold nennen. Er ist schwächlich, okay. Sollen wir ihn Berthold... Ja, ich denke... Warum eigentlich Berthold? Gibt es da irgendwie einen Grund dafür? Das ist auch ein toller Name. Baron Saxo von Monte Cassino. Oh Mann. Naja, so lustig. Ja, ich denke, Berthold geht in Ordnung. Weil wir nennen ihn Berthold Saxo. So. Berthold Saxo. Eventuell der übernächste Charakter, mit dem wir spielen werden. So, wir schauen uns mal diese Schlacht an. Ja, sieht relativ gut aus. Wir machen hier auf jeden Fall ordentlich Druck. Was ist denn das eigentlich für ein Gelände? Hügelig oder so. So, haben wir sehr gut geschlagen uns hier bei dieser Schlacht. Wunderbar. Wir ziehen mal direkt hinterher nach Cleef. Da wird er dann stehen bleiben, denke ich mal. Wow, hier sind drei Truppen. Euer Pferd erschien euch schon immer ein besonderes... Ah, das kennen wir schon. Da wird unser Kanzler entlassen. Okay. Und anscheinend unser Pferd dafür eingesetzt. Wenn er meint, dass das die richtige Entscheidung ist, werden wir unserem guten König nicht uns widersetzen. So, er geht jetzt nach Köln am 25. Juli. So, zack. 12. August, 6. August. Sehr schön. Wir können noch einen Befehlshaber auswählen. Einen neuen. Nehmen wir mal Reinhard. Wir gucken uns diese Schlacht mal an. Na, die werden wir auf jeden Fall auch gewinnen. Kaum Verlust auf unserer Seite. Oh, hier ist gerade ein General, ein Kommandant gestorben. Und wir haben jemanden festgenommen, und zwar Jakob, Nachfolger auf die Abtei von Mühlhausen. Okay. Gute Sache. Und hier werden wir mal Reinhard reinstellen.
So, irgendein Baron hat eine andere Baronie geerbt. Sehr schön. Ist jetzt nicht so wichtig, aber was soll's. Die haben hier Besitztümer. Okay. Ja, die Baronie von Asberg, stimmt. Da war ja was. De jure, Herzogansprüche können durchgesetzt werden. Gegen Leiningen, Köln und Kleef, ja gut, wow. Wir führen ja schon Krieg und sobald der Krieg vorbei ist, werden wir ihnen alle erstmal wieder die Titel wegnehmen und unseren treuen, treuen Sikardingern geben. Ja, so, aber erst werden wir hier erstmal ein bisschen belagern. Und wieder jemand ist aus dem Verteidigungspakt gegangen. Okay. Wir haben eine Niederlage. Oh, ja, wir haben jetzt hier was belagert. Nicht weiter schlimm. Sobald wir hier mit Köln fertig sind, werden wir uns um diese Truppen kümmern. Wir werden gespannt schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Und die Azteken, die haben ja auch ziemlich krass aufgeräumt, sage ich mal so. Wow, das Ding darf sich hier immer noch Hispanien nennen. Okay. So, ich muss ständig an all diese Gefangenen in meinem Kerker denken. Sie mir völlig ausgeliefert, sie zu foltern. Ach, was wäre das? Ein Nervenkitzel, mich an ihren Schreien lahm, die Panik in ihren Augen sehen. Oh, ölt mir die Schreckbank für den guten alten Dagobert. Der arme Mann. Der ist jetzt verwundet. Könnten wir auch mal bald wieder rauslassen. Ja, für 10 Gold kann er sich dann mal wieder freilassen. Ist genug gestraft für sein Leben. So, dann werden wir mal hier angreifen. Ich fühle mich nicht gut. Oh, wir sind schon wieder krank. Okay. Da müssen wir aufpassen. Können aber trotzdem natürlich nichts daran ändern, wenn es kommen sollte. So, wir gucken uns den Kampf an. Ja, macht mir gut. Jalgorm, der Unkeutscher, hat den Titel Tempel von Osnabrück übernommen. Ah, der ist hier uns zuvor gekommen. Dänemark rückt uns langsam auf die Pelle. Interessant. Naja. Nicht weiter schlimm. Wenn wir trotzdem irgendwann uns unter den Nagel reißen. Wir haben hier dann noch einige Provinzen, die wir uns nehmen könnten. So. Oh, hier gibt es eine Revolte im lombardischen Reich, sage ich mal so. Und werden wir bestimmt gleich reingerufen. Wir werden erstmal hier Frieden anbieten und werden uns mal unsere Gefangene anschauen. Haben wir ein paar neue bekommen. Einmal Reinald, der Graf von Leiningen. Den Titel werden wir entziehen. Ja, er ist ein Verräter. Wird sich niemand darüber beschweren. Die Grafschaft Leiningen werden wir dann direkt auch mal wieder neu verteilen. So. Erstmal nach unseren Sikardingern suchen. Hat sich nichts geändert. Na doch, wir müssten das wieder neu suchen, genau. So, wir könnten unserem Enkel einen Titel geben, aber ich glaube jetzt noch nicht. Das ist noch ein bisschen früh. Ja, wobei, wir sind ein bisschen verrückt, warum nicht? Warum sollten wir ihm nicht einen Titel geben? Dann geben wir ihm die Grafschaft Leiningen. Zack, und schon ist er Graf. Wunderbar. So, dann schauen wir weiter. Dann haben wir Bohemond, der Graf von Köln. Wenn wir ihm erstmal den Titel schön abnehmen. Wunderbar. Läuft doch wie am Schnürchen. So, dann geben wir mal Amadeus einen Titel. Der gute Amadeus, Grafschaft Köln. Wunderbar. Von nun
auch ein Graf innerhalb unseres Reiches. So, dann haben wir Barbara, die Gräfin von Thüringen. Wir werden auf jeden Fall Thüringen nehmen. Wunderbar, damit ist sie nur noch eine Baroness. Tragisch, tragisch. Aber so etwas kann eben passieren. So, denen zwei werden wir nichts geben. Das heißt, wir werden einfach mal innerhalb unseres Reiches schauen und jemanden etwas geben. Leuten, die wir gut leiden können, wie zum Beispiel unseren Freund. Ist kein Problem. Grafschaft Thüringen, wir werden mal hier Münster war es. Grafschaft Münster, weil es hier so weit oben ist, geben. Damit ist es unser Kumpel, unser neuer, der neue Graf von Münster. Wunderbar. Wir können ihn auch wieder als Regenten ernennen. Sollte kein Problem sein. Wunderbar. Alles läuft wie am Schnürchen. So, und dann noch Anatolios, Graf von Cleve. Oder Cleve. Nehmen wir ihm auch den Titel weg. Wir können noch einen Befehlshaber hier auswählen. Machen wir mal schnell. Ah, Manfred. Okay. Und einen neuen Marschall ernennen. Wieder mal Manfred. Ist logisch. So, Truppen ausbilden hier in Württemberg. Wir müssen noch unseren letzten Titel abgeben. So, wem geben wir das? Wie gesagt, es wäre vorteilhaft, wenn man nachschauen könnte, wen wir alles so gut leiden können. Wir können aber mal schauen, wir geben vielleicht der schlauesten Person. Würde eine Einladung an unserem Hofe ablehnen. Achso, weil er sein Vasall ist. Das könnten wir schnell ändern. Er ist intelligent, ist 21. 21, meine Intelligenz, also Bildung ist bei 21. Wir könnten auch unserem Schwiegersohn etwas geben. Nachfolger auf Grafschaft Leiningen. Okay. Könnten wir ihm rein theoretisch geben. Und damit würden die Kinder dieser Ehe auch etwas stärker werden. Können ihn eigentlich rein theoretisch relativ gut leiden. Wäre also nicht verkehrt. Ja, ich denke, wir werden ihm dann einen Titel geben. So, und zwar die Grafschaft Cleve. Genau, wunderbar. Er ist nun ein Graf. Wunderbar. So, spezielle Titel. Und wir einen neuen. Und das auch alles gut. Sehr gut. Machen wir weiter. So, wir werden erstmal unsere Truppen mal wieder auflösen. Brauchen wir ja nicht mehr. So. Wunderbar. Und unser Gefolge kommt erstmal nach Württemberg. Die Leute treten dem Verteidigungspakt bei. Das ist ziemlich gut. Und unser Ziel wird es dann sein, hier Braunschweig so bald wie möglich zu bekommen. Wir könnten ihnen den Krieg erklären. Und Braunschweig für Gonja de Breisgau. Sie ist unsere Vasallin. Das heißt, das würde dann dazugehören. Ich denke, das werden wir machen. Also Braunschweig den Krieg erklären. Um es dann für sie zu beanspruchen. Zack. Wunderbar. Ja, wir rufen mal wieder unsere Leute mit rein. So, dann werden wir mal wieder unsere Truppen ausrufen. Na, nicht die Vasallen, die werden wir wieder wegmachen. Nur unsere eigenen Truppen, denke ich. Die sollten reichen mit unseren Verbündeten, wenn wir mal weitermachen. Dann sollten im Normalfall reichen. Da werden wir nicht noch unsere Vasallen da unnötig mit in den Krieg reinziehen. Ja, Pilitot kann wieder nicht teilnehmen, dann müssen wir sie wieder... Wir müssen einfach darauf achten, erstmal Lombardei reinzurufen und dann erstmal unsere Frau. Was trotzdem irgendwie sehr, sehr komisch ist, dass unsere Frau jedes Mal doch mit reinkommt und uns helfen kommt, obwohl wir sie versuchen umzubringen und sie ja augenscheinlich davon weiß, dass jemand sie umbringen möchte. Kommt aber wahrscheinlich nicht auf die Idee, dass wir das sind. Naja, nicht weiter schlimm. So, dieser Krieg sollte sehr, sehr schnell vorbei sein. Also in der Theorie sollte sie den Titel bekommen und dann
innerhalb unseres Reiches dann drin sein. So, auf jeden Fall mal die Theorie. So, schauen wir uns an. Ja, da, das ist nichts. Das haben wir gut hinbekommen. So, überlagern wir das. Sobald es möglich ist, werden wir hier so einen Angriff auf... Werden wir jetzt schon machen. Zack. Hat zwar jetzt nicht gerade so tolle wegen den... wegen den Einheiten, die wir verloren haben, aber... Das kümmert unseren guten Hollow-Wert nicht wirklich. Und so werden wir auch nochmal stürmen. So. Erstmal 3-4 mal drauf. Oh oh. Was ist das? Ireminzul. Ihr habt eine der wichtigsten heidnischen Städte der germanischen Heiden eingenommen. Den heiligen Baum Ireminzul. Von dem es heißt, er sei von zentraler Bedeutung für den heidnischen Glauben der Sachsen. Für sie ist Ireminzul der Weltenbaum, von dem sie Stärke und Inspiration beziehen. Okay. Zündet ihn an, dann bekommen wir Prestige und Pietät. Dieses Frevel wird weiterhin bekannt werden, okay. Lasst ihn stehen und errichtet eine prächtige Kirche an dieser Stätte. Verlieren wir Geld, also Gold. Und bekommen Prestige und Pietät. Haltet euch fern von diesem Teufelswerk. Wie reagieren wir da? Wir sind ein Mystiker, also der kann sich da schon was vorstellen. Wir werden ihn nicht anzünden, sondern lasst ihn stehen und errichtet eine prächtige Kirche an dieser Stätte. Sind ja auch Meistertheologe. Ich denke, das ist eine gute Sache. Okay, irgendein Strategos hat irgendwas übernommen. Interessant. So, wir werden erstmal Frieden machen. Haderung erzwingen. Wunderbar. Und es gehört ihr, aber wir ist nicht unser... Ernsthaft? Wir schicken ihr mal ein Geschenk. Immer noch nicht. Ah, verdammt. Ah, da haben wir... Da ist die Rechnung von unserem guten Paul Humbert nicht aufgegangen. Wir gehen mal hier nach Göttingen. So, werden unsere Truppen auflösen. Hat ja super funktioniert. Bringen unser Gefolge mal nach Württemberg zurück. Und ja. So, was war denn das? Hier irgendwie, irgendein Strategus hat irgendwas übernommen. Haben wir da irgendwie Besitztümer, von denen wir nichts wissen? Hm. Keine Ahnung. Schauen mal. Können wir vielleicht ein Bündnis machen? Ein gutes Bündnis? Wer würde das denn... Erben sie. Das ist die Tochter. Ach so, okay. Wir könnten ein Verlöbnis arrangieren. Nee. Oh, ich habe gedacht, wir könnten das eventuell... Stimmt. Nee, geht natürlich nicht. Weil, also mein Gedankengang war gewesen, dass wir eventuell unseren Enkel hier... ihr verheiraten können, aber er ist ja selbst schon ein Graf. Und ich habe gerade gesehen, unsere Tochter ist nochmal schwanger. Wir werden nochmal kurz weitermachen, bis unsere Truppen hier hinten in Württemberg angekommen sind und wir entweder einen weiteren Enkel bekommen oder eine Enkelin. Oh, hat sich was geändert? Bayern? Er hat seinen Haupttitel zu Bayern geändert, okay. Großes Bayern. Interessant. Direkt in unserer Nachbarschaft. Und schon wieder Plünderer. Eieiei. Immer diese Plünderer. Nein, ich herrsche hier in Deutschland und wenn ich sage, das ist Oh. Was? Oh. Das ändert einiges. Und ich werde jetzt die Folge erstmal beenden, denn Paul Humbert III. Ist gestorben. Einfach so aus dem Nichts. Er war ja noch krank gewesen, also hat es sich mal wieder bewahrheitet. Wenn sich die Charaktere
massiv ändern an ihren, also ihre Eigenschaften, die Art und Weise, wie sie sich handeln, dann können wir darauf zurückschließen, dass ihnen bald der Tod widerfährt. Also bis jetzt hat das sich hier bei uns immer bewahrheitet. Naja, ich beende jetzt die Folge. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und in der nächsten Folge wird die Herzogin die Königin Paula Pilitrut Deutschland leiten. Und das wäre die erste Königin von Deutschland. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's von eurem Krumpass. Bam.